Hallo alle zusammen. Wie geht's euch? Hoffentlich alles gut. Heute erkläre ich Lektion 12, Schritt 10. Wo macht man was? Es gibt hier einige Wortschatz. Was passt zusammen? Okay. Wir haben hier einige Verben, auch einige Wortschatz. Okay. Die Verben sind essen, sich ansehen, frühstücken, fernsehen, schlafen, lesen, sich waschen, Hausaufgaben machen, duschen, auf die Toilette gehen, sich sonnen, für die Schule lernen. Die Wortschatz sind die Dusche, das Wohnzimmer, das Schlafzimmer, das Bad, der Balkon, das Erwachsenen. Okay, was mache ich? In der Küche kann ich essen oder frühstücken. Gut, was auch? Im Schlafzimmer kann ich mich anziehen. Oder nicht anziehen. Okay, was auch? Schlafen. Im Wohnzimmer lesen, im Bad sich waschen oder duschen oder auf die Toilette gehen. Okay. Im Arbeitszimmer Hausaufgaben machen oder für die Schule lernen. Und auf dem Balkon sich sonnen. Hier gibt es Grammatik. Was kann man wo machen? Welche Sätze? Hier gibt es dazu. Was bedeutet das? Oder was bedeutet das? Okay, im Maskulin den, im Neutral auch den, im Feminin der, im Plural den. Okay. Hier ein Beispiel, im Wohnzimmer kann man fernsehen. Dann schreibt es. Okay, im Bad kann man sich waschen. Okay, pass auf. In der Küche kann man essen oder frühstücken. Ja, in der Küche kann man essen oder frühstücken. Im Schlafzimmer kann man sich anziehen oder schlafen. Auf dem Balkon kann man die Sonne und so weiter. Sich waschen. Okay. Ich wasche mich im Bad. Ich nicht. Du wäschest dich im Bad. Sie wäscht sich im Bad. Das bedeutet, ich, mich, du, dich, sie sich. Das sind Reflexivpronomen. Reflexivpronomen, ich, mich, du, dich, sie sich. Ich ziehe mich im Schlafzimmer an. Du sonst du nicht dich. Lukas wäscht sich im Wohnzimmer. Ergänzt. Wo siehst du an? Du, dich. Ich ziehe im Schlafzimmer an. Ich, mich. Was macht man im Bad? Im Bad wäscht man. Man, das bedeutet okay, sich. In der Balkon kann man sich sonnen auf. Im Bad kann man sich waschen. Im Schlafzimmer kann man sich anziehen. Ich wasche mich am Morgen. Das ist genug für heute und vielen Dank.